ich telefoniere Ihnen bezüglich Ihrer Interesse an unserem Investmentprogramm. Ah ja, schön, ja. Hm? Ja, aber Sie müssen unbedingt lauter sprechen, ich höre Sie nicht. Aber Sie sind wieder ganz, ganz leise. Sie sind unfassbar leise. Ja, Sie müssen das da irgendwie mal mit der Lautstärke hinbekommen, das geht so nicht. Nun hat der Kollege was falsch geschrieben. Das ist Klabauter, Mannhaus, Klabauter, Hausen. Ja, und bei Ihnen ist das Telefon auch so wahnsinnig leise. Jetzt höre ich aber gar nichts mehr. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Jetzt ist ganz, ganz leise. Ja, Mikrofon ist auch kaputt, weil Musik ganz laut und Sie ganz leise. Und dann K wie... Kann man sagen. Die Kackwurst. Nee, sowas... Nee. Und dann können Sie ganz selber sehen, die richtige Adresse, können Sie diese Adresse eingeben. Ja, aber die haben wir doch jetzt schon ein paar Mal durchbuchstabiert, die Adresse, mit verschiedenen Domainendungen und die gehen ja alle nicht. Und wenn ich nach euch google, dann kommt ja auch kein Ergebnis. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Anruf. Heute habe ich euch einen kleinen Zweiteiler mitgebracht. Im ersten Teil geht es eigentlich nur darum, dass das Callcenter zu blöd ist, seine Technik zu beherrschen. Die Webseite funktioniert nicht, ich komme nicht drauf. Der Typ aus dem Callcenter buchstabiert mir die ganze Zeit die Domain durch und es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert wirklich nicht, denn er gibt mir immer wieder die falsche Domain. Außerdem funktioniert sein Mikrofon, dem Anschein nach auch nicht so richtig wirklich, denn der Mitarbeiter wird ständig immer wieder leiser. Zeitgleich ist die Musik im Hintergrund aber furchtbar. Naja, und das kriegt er das gesamte erste Telefonat nicht gelöst. Selbst sein Kollege ist dann irgendwann völlig aufgeschmissen. Das führt dann dazu, dass der Typ mich noch einmal anrufen muss. Das hört ihr dann im Video morgen. Das heißt, die Diskussionsrunde ist heute leider nicht dabei, allerdings ist dafür morgen umso mehr dafür da. Guten Tag, Herr Glaubertermann, hier spricht Jan Brandig von Firma Investum. Ich telefoniere Ihnen bezüglich Ihrer Interesse an unserem Investmentprogramm. Ah ja, schön, ja. Hm? Also, hätten Sie gerade Zeit, ja? Ja, genau. Hm? So, haben Sie schon Erfahrung in unserem Bereich? Nee, gar nicht. So, ich erkläre Ihnen kurz, wie das alles bei uns abläuft. Ah ja, das ist so schön. Hm? Wir erstellen für Sie ein Handelskonto, mit dem Sie die Möglichkeit haben, auf Finanzmarkt die Finanzinstrumente zu kaufen und verkaufen. Mhm. Sie bekommen von unserer Seite einen Broker, Senior Account Manager. Was ist das? Das ist ein Broker, mit dem Sie weiter arbeiten werden und er wird Ihnen Schritt für Schritt alles zeigen, wie es alles funktioniert. Also per telefonisch wird Sie unterstützen. Okay. Er wird Sie erklären, wo Sie was sehen können. Und er wird für Sie auch die Pläne erstellen. Also was Sie sehen, wie viel pro Monat Sie verdienen können. Ja. Einzige, was Sie brauchen, ist Ihr Handelskonto für 250 Euro aktivieren und auch machen die Verifizierung mit Ihrem Personalausweis. Hm. So. Darf ich Sie fragen, was machen Sie beruflich? Beruflich? Da gehe ich putzen. Ach so. Und wie viel haben Sie ungefähr pro Monat? Pro Monat? Also ich meine ausgezahlt oder brutto? Netto. Netto. Netto habe ich ungefähr 2.800 Euro. 2.800 Euro? Hm. Okay. Das heißt, dass Sie können also von 250 Euro einsteigen? Ja, na klar. Sehr gut. Haben Sie schon E-Mail bekommen von unserer von InvestmentView? Weiß ich nicht. Ich kann ja mal nachgucken. Haben Sie was geschickt? Haben Sie Google Mail, ja? Die habe ich schon lange nicht mehr. Ach so. Bei mir steht E-Mail Klabautermann aus Klabauterhausen. Ja, das war meine alte E-Mail-Adresse. Also wenn da Google Mail dahinter steht. Können Sie mir die neue E-Mail-Adresse geben? Ja, das ist einfach das Gleiche, was da steht, nur denn hinter dem Ad kommt dann nicht Google Mail, sondern mdccfun.de. mdcc? Ja, und dann fun.de. Dann kommt es an. Aha, ich habe geschrieben. Ja, jetzt gerade?
So, jetzt warten Sie kurz einen Augenblick. Ich ah ja, okay. Eine unserer E-Mail. Na klar, ich kann warten. Mhm. Einen Augenblick, einen Moment bitte. Ja. Webseite. So, jetzt habe ich geschickt. Können Sie bitte das E-Mail überprüfen? Sie sind sehr leise. Ich habe nichts verstanden. So, überprüfen Sie bitte Ihre Mailbox. Ja, jetzt verstehe ich Sie wieder. Warten Sie, ich gucke mal. Ist abgestürzt. Muss ich mich nochmal anmelden, warten Sie? Mhm, okay. Ja, hier kommen so viele E-Mails rein. Das ist schon ganz schön langsam, das Postfach. Muss ich bestimmt mal aufräumen. Ah, okay. So, jetzt lädt die Seite erstmal neu. So, jetzt sehe ich schon neue Nachrichten. So, warten Sie. Jetzt steht hier, Ihre Registrierung ist beinahe abgeschlossen. Von Jansson Vogel. Nein, 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 könnte nicht sein. Nee, von, ich habe von Jan Brandig geschickt jetzt. Ach so, okay. Ja, nee, da ist noch nichts angekommen. Habe ich richtig geschrieben? Sie haben mir gesagt, mdccfan.de, also Doppel-C, ja? Genau, das ist dann... Ach so. Okay, einen Moment bitte, ich habe falsch geschrieben. Ach so. Nochmal bitte. Ja gut, dann dauert es noch. Bei Ihnen ist, so, ist jetzt so laut im Hintergrund. So. Ja, jetzt. Jetzt sind Sie wieder leise. Aha, jetzt wieder leise, wir können das wieder korrigieren. Ah, jetzt? Nee, können Sie da mal die Musik ausmachen, dann würde ich Sie besser verstehen. Okay, einen Augenblick bitte. Okay, ich habe schon leise gemacht. Checken Sie bitte Ihre Mailbox, bitte. Ja, ich gucke da nochmal rein, aber bei Ihnen ist die Musik immer noch so laut im Hintergrund. So, jetzt habe ich es wieder leise gemacht. Tja, das hat er eben nicht. Er stellt jedes Mal immer nur sein Mikrofon leise, was dann wieder zu neuen Problemen führt. Tja, aber der Typ will's halt scheinbar nicht anders und legt da keinen Wert auf ein seriöses Verkaufsgespräch. Aber was will man noch erwarten von so einem Callcenter? So, mal nochmal aktualisieren. So, da ist aktuell noch nichts drin, nein. Aber Sie können ja auch buchstabieren die Seite, dann gehe ich da einfach drauf. Okay, dann mal. Haben Sie vielleicht auch ein SMS bekommen? Ne, eine SMS habe ich noch nicht gekriegt. Aber Sie müssen wieder lauter sprechen, weil ich höre Sie nicht mehr. Aha. Okay, okay, Moment bitte. So, schreiben Sie dann bitte I wie Isabel. Sie müssen lauter reden, ich höre Sie nicht. Ja, und die Buchstabiersaison ist eröffnet, denn... Das wird jetzt eine Weile dauern, bis wir da vorankommen. Also, I wie Isabel. Warten Sie, ich mache ein neues Fenster auf. Jetzt ein I, ja? Genau. Dann N wie... Das habe ich nicht gehört. Sie sind sehr leise. Also, wie Isabel. N wie Nordpol. Ein N, ja. Dann weiter V wie Victor. Ja. E wie Emil. Ja. S wie Samuel. Ja. T wie Theodor. Ja. Dann I wie Ida. Ja. Dann N wie Nordpol. Ja. Und dann G wie Gustav. Jetzt bin ich raus. Warten Sie mal. Also ein I, ein N. Ein V? Nein, ein V, richtig. Also Investing. Investing,
In West, ja, und dann? Dann Investing, View. Investing, und dann V, wie Victor, I wie Ida. Ja. E wie Emil. Ja. Und dann W wie Wilhelm. Ah ja, und dann Punkt? Punkt.de. Punkt.de, Die Seite wurde nicht gefunden. Ah, Entschuldigung, Investing View und dann meinte S. Investing Views. Also ich kann geschrieben Investing View und dann S.de. Ja, wurde auch nicht gefunden. Also in Invest G und dann Views.de. Ich probiere nochmal. Sie sind sehr leise, man versteht sie nicht. So. I wie Ida. Ja, aber Sie müssen unbedingt lauter sprechen, ich höre Sie nicht. Also, I wie Ida. Ja. V wie Victor. Ja. E wie Emil. Ja. S wie Samuel. Ja. T wie Theodor. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ja. G wie Gustav. Ja. Dann V wie Victor. Ja. Dann I wie Ida. Ja. Dann E wie Emil. Ja. Dann W wie Wilhelm. Ja. Und dann S wie Samuel. Ja. Dann Punkt. Ja. DE. DE, So. Die Seite konnte nicht gefunden werden. Also so wie Sie mir das sagen, gibt es die Seite nicht. Dann probieren Sie statt DE, schreiben Sie .org. .org, Genau. Nennen Sie. ORG. Die gibt es auch nicht, die Seite. Ganz ehrlich, wo haben Sie den denn gefunden? Also ich meine, alles, was der mir durchbuchstabiert, funktioniert nicht. Am Anfang war er noch selber schuld. Das war der erste Versuch. Der zweite Versuch, da geht die Seite einfach nicht. Der dritte Versuch, geht die Seite auch nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, was jetzt passiert. Ja, also so wie Sie mir das buchstabieren, habe ich das eingegeben. Investingviews.de oder .org gibt's beide nicht. Darf ich fragen, welche Browser benutzen Sie? Mit Google Chrome probieren Sie reingehen, oder? Nö, der ist ja auf Firefox basierende Browser. Firefox. Ja, aber am Tor-Browser gibt's auch nicht. Also die Seite gibt das nicht. Die gibt es nicht, die Seite. Vielleicht haben Sie andere Browser. Vielleicht haben Sie andere Browser, zum Beispiel Google Chrome oder... Sie sind wieder ganz, ganz leise. Also vielleicht haben Sie andere Browser, wie Google Chrome zum Beispiel. Ja, habe ich auch. Aha, können Sie da probieren mal? Ja, dann kopiere ich das mal darüber. So. Jetzt habe ich hier den Google Browser auf. Ja, und ich probiere das Ganze tatsächlich in dem Google-Browser. Allerdings muss man hier dazu auch sagen, die Website rufe ich hier trotzdem nicht normal auf. Einen VPN, beziehungsweise zwei VPNs liegen da trotzdem noch dahinter. Sonst habe ich das hier mit dem Tor-Browser probiert und der Tor-Browser ist ja selbst schon mehr oder weniger ein VPN, wodurch ich eine Dreifachverkettung hatte. Ja, und jetzt probiere ich es halt mit einer Zweifachverkettung. Finden tut er mich damit also trotzdem nicht. Geschützt bin ich so eben trotzdem, auch wenn ich jetzt einen normalen Browser benutze. Mache ich aber nicht unbedingt so gerne. Eingeloggt hätte ich mich damit jetzt auch nicht. Aber zumindest bin ich geschützt und die können jetzt nicht zurückverfolgen, dass ich das war, der auf der Webseite eben gerade die Seite besucht hat. Ich brauche hier noch einen Moment, bis der funktioniert. So, jetzt. So, und jetzt kopiere ich das da rein und da geht die Webseite auch nicht. Da steht, die Webseite ist nicht erreichbar. Also probieren wir mal wieder DE. Ja. Oder komm. Mache ich nochmal DE. Nee, die ist nicht erreichbar. Die Webseite kann ich nicht aufrufen, das gibt's so nicht. Wissen Sie was? Ich schicke jetzt ein E-Mail, ein SMS. Ein Augenblick, Sie bekommen das sofort. An meine Festnetznummer. Aha, richtig. Aha. Na, da bin ich mal gespannt, ob da eine SMS kommt. So.
Sie sind unfassbar leise. Was? So, ich kann mir da, vielleicht haben Sie, können Sie mir geben eine Mobilnummer. Sie kann ein SMS schicken an Ihre Mobilnummer. Mm-mm. Ganz genau, denn eine SMS-Nummer bekommt ihr auf keinen Fall von mir. Denn ihr könnt euch vorstellen, was passiert. Diese Callcenter verkaufen auch untereinander ihre Daten und geben quasi den letzten Rest ab, den sie selber nicht ausquetschen konnten. Oder vielleicht sogar nach dem Ausquetschen kann man es ja mit jemandem anderen nochmal probieren mit einer neuen Masche. Naja, und wenn ihr hier eure Handynummer rausgebt, dann werdet ihr per SMS bombardiert mit Werbung. Und das wirklich nicht ohne. Es gab auf Facebook auch mal so Skandale, dass die Daten geleakt wurden, dass Datensätze abgegriffen wurden. Ist schon eine Weile her. Allerdings hatten danach tausende Benutzer ständig Werbespam per SMS. Mit lauter Werbung, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann, mit lauter gespooften Handynummern, die eben diese SMS auch schicken. Ich weiß nicht, ob das bei SMS auch illegal ist. Keine Ahnung, aber da kommt sowas öfters mal vor. Ich meine, von der Telekom steht auch Telekom dann dran, also wird es wohl nicht illegal sein. Aber auf jeden Fall kann man damit nichts anfangen und da steht dann irgendwas, was weiß ich, irgendwelche Frauen, die euch angraben wollen, was alles Blödsinn ist oder auch irgendwelche Log-Angebote, wo ihr draufklicken sollt. Das Problem ist, man wird bei dem Klick auf diesen Link in der SMS auch getrackt. Das heißt, die wissen, wo ihr seid. In welchem, also das geht so weit, dass man sogar rausfinden könnte, über welchen Sendemasten das Ganze ging. Ja, also man hat schon relativ genau eure Standortdaten darüber. Im schlimmsten Fall geht das sogar mit Geotracking. Das heißt, dass man sogar das ganze Handy orten kann, wo ihr euch befindet. Das ist ein bisschen komplizierter, aber da gibt es auch Mechanismen, die das ermöglichen, dass auch eine Webseite rausfindet, wo genau sich euer Handy befindet. Denn in eurem Handy ist in der Regel ein Ortungschip drin fürs Navigationsgerät. Naja, und den kann man eben auch anderweitig benutzen. Bei Apple ist die ganze Sache ein bisschen schwieriger, bei Google ist es schon wieder etwas leichter. Bei beiden ist es nicht ganz einfach, aber es ist technisch möglich. Sie bekommen das sofort und dann können Sie das eingeben. Leise. Also können Sie mir geben Ihre andere Telefonnummer, also Mobilnummer vielleicht? Na, reicht die eine nicht? Sie haben doch jetzt schon meine Telefonnummer. Hallo? Vielleicht haben Sie Scam das bekommen, also. Was habe ich bekommen? Also warten Sie bitte mal, einen Moment bitte. Ja, Sie müssen das da irgendwie mal mit der Lautstärke hinbekommen, das geht so nicht. Ich muss dazu sagen, dass es hier im Video nicht ganz so extrem auffällt, wie es am Telefon war. Denn ich muss wegen der Software auf Lautsprecher telefonieren und hatte echt teilweise Probleme, den Typen zu verstehen. Ich meine, Akzent kommt ja auch immer noch mit dazu. Hier über die Software, womit ich das Ganze schneide, habe ich das Ganze so ein kleines bisschen regulieren können, in einer Art Angleichen-Funktion, klappt aber nicht immer. Na, also das heißt, ganz so extrem, wie ich es im Gespräch das Gefühl hatte, dass ich den nicht verstehe, ist es hier im Video nicht mehr, aber eine Glanzleistung ist die Leitung auf jeden Fall hier trotzdem nicht. Ganze Aufnahmekacke nachher. Hallo? Ja? Schönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Adler. Ich bin aus dem Support-Team. Wie ich verstehe, haben Sie dann kleine technische Probleme, richtig? Nee, ich nicht, aber Ihre Webseite, die geht nicht. Tja, und hier sind wir wieder bei dem Moment, wo der Typ aus dem Hintergrund in den Vordergrund kommt. Das haben wir ja so gefühlt in fast jedem Video so. Die sitzen wirklich einfach nie alleine. Ich weiß nicht, ob die alle Mann neu sind oder ob da irgendjemand einfach nur aufpasst, damit die nichts Falsches am Telefon sagen. Ja, ich meine, da braucht er nur aus Versehen was rausrutschen, in welcher Stadt die sitzen und das könnte es dann für die gewesen sein. Ne? Also dann ist es zumindest für polizeiliche Ermittlungen empfindlich besser, wenn man dann weiß, in welcher Stadt die ganzen Abzocker da sitzen. Wobei, glauben kann man denen ja natürlich auch nichts, was die sagen. Weil sobald die überhaupt ihre Futterluke aufmachen, war es das ja eigentlich schon mit der Ehrlichkeit. Denn, es geht ja im Grunde genommen eigentlich nur um Beschiss. Ne? Also, dass man euch euer Geld klaut. Nur hier stellen sie sich halt wieder besonders intelligent an und kriegen es mit der Technik nicht geregelt und scheinbar scheint die Webseite hier auch gar nicht zu funktionieren oder der Typ, der mir das hier die ganze Zeit durchdiktiert hat,
Tja, vielleicht hat er mir auch noch was Falsches gesagt. Ich weiß es nicht. So richtig habe ich es selbst noch nicht kapiert. Und das selbst beim Selbstanhören. Meine Güte, war hier viel selbst drin. Die Webseite geht nicht. Wie ich verstehe, rufen wir Sie auf die Festnetznummer, richtig? Ja, ganz genau. Haben Sie vielleicht eine Mobiltelefonnummer, damit wir Ihnen die Seite per SMS vielleicht senden können? Mhm. Dass Sie, haben Sie nicht, okay. So. Sie haben das auch richtig eingegeben, investingviews.de. Ja, das haben wir 3 oder 4 oder 5 Mal jetzt schon probiert. Die Webseite wird nicht aufgerufen. Da steht, dass die Verbindung mit dem Server fehlgeschlagen ist. Ja, genau. Und der Hinweis, dass die Verbindung mit dem Server fehlgeschlagen ist, bedeutet ja, dass die Domain, die ich eingegeben habe, schon existiert, aber der Webserver einfach nur nicht erreichbar ist. Tja, man spart, wo man kann, ne? Ist das Ding wahrscheinlich abgestürzt in dem Moment? Ich weiß es nicht, weil ich weiß nicht, ob der vielleicht auch selber das dabei eingibt, wenn er es buchstabiert, oder ob er einfach nur stumm vorliest und die Webseite überhaupt nicht vor sich hat. Man weiß es nicht, ne? Die Verbindung mit dem Server ist fehlgeschlagen. Sekunde, ich prüfe das mal von meiner Seite aus. Welche von den beiden Mails, die der Herr Brandig geschrieben hat, ist aktuell? Keine Ahnung, ich habe noch... Oder mit die MDCC. Die MDCC ist richtig. Die MDCC, okay. Schauen Sie mal, ich sende Ihnen gleich eine Testmail, ob die zu Ihnen kommt. Ja. Und checken Sie auch bitte den Spam-Ordner oder die Junkbox. Ja, aber wenn ich da drauf klicke, dann dauert das eine Weile, weil der ist ganz voll. Kein Problem, wir können warten. Das ist wie zu Hause, da mache ich den Mülleimer selten leer. Ja, das ist auch tatsächlich Wahnsinn, was dann diesem Postfach eigentlich so am Tag eintrudelt. Und vor allem, wie oft manche Nachrichten doppelt und hundertfach gleichzeitig bei mir reintrudeln. Es sind am Tag mittlerweile schon tatsächlich, ich meine, wie lange mache ich das jetzt hier? Keine Ahnung, einen Monat, 2,5 Monate. In diesem Postfach kommen täglich über 40.000 E-Mails rein. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das eigentlich nur, weil ich mich ein paar Mal bei irgendwelchen Trading-Seiten und bei 1-2 Gewinnspielen angemeldet habe. Das ist absolut nicht mehr feierlich, was da passiert. Also vorher war dieses Postfach quasi auf Null, dadurch, dass das Postfach einfach nur rumlag. Und jetzt kommen da so dermaßen viele Nachrichten rein, dass dieses Postfach tatsächlich mittlerweile schon wahnsinnig langsam ist. Schauen Sie mal, bei mir steht, dass diese Mail irgendwo einen Fehler hat. Dann hat der Kollege was falsch geschrieben. Das ist Klabauter, Manaus, Klabauter, Hausen, @mdccfun.de. Genau, fun.de. fun.de. Vielleicht versuche ich es nochmal. Schauen Sie mal, könnte das sein, dass in der E-Mail Klabautermann mit 2 N geschrieben wird? Nee, so wie es da steht bei Ihnen. Bei mir steht es mit 1 N und da gibt mir das System einen Fehler, dass so eine E-Mail nicht existiert. Ich habe jetzt versucht, mit 2 N das zu schreiben und die E-Mail ist durchgegangen. Müsste schon vielleicht bei Ihnen etwas sein. Warten Sie, ich aktualisiere das nochmal. Aber bei Ihnen ist das Telefon auch so wahnsinnig leise. Telefon leise? Ja. Jetzt vielleicht ein bisschen besser? Ein bisschen, ja. Jetzt höre ich aber gar nichts mehr. Ja, ich mache nur das Mikrofon aus, damit Sie irgendwelche Geräusche aus dem Hintergrund nicht stören. Ja, aber die Musik könnten Sie auch mal ausmachen, weil die stört auch. Weil wenn man sie schon nicht hört und dann da noch Musik läuft, das ist ganz schrecklich. Ja,
Jetzt höre ich gar nichts mehr. Jetzt ist ganz, ganz leise. Hallo? Ich weiß nicht, wieso das Mikrofon wirklich so die Musik hört, weil die Musik ist ja wirklich leise. Und naja, in diesem Office arbeiten wir leider nicht ohne Musik, damit die anderen Agenten nicht einander hören können und nicht stören. Ja, aber die Musik macht's doch erst störend. Ah ja, die Musik ist also dazu da, damit die anderen Agenten sich nicht untereinander hören. Das ist einfach nur wieder Blödsinn. Die Musik kann zwei Gründe haben. Der erste ist, denke ich mal, einfach nur Motivation, damit die da alle brav ihre Arbeit machen. Tja, stört aber den Kunden, wenn die ganze Zeit laute Musik im Hintergrund läuft und bei dem ein oder anderen Callcenter steigt ja eine halbe Techno-Party im Hintergrund. Was sicherlich für etwas ältere Leute, die da am Telefon sind, besonders nervig sein könnte. Tja, oder vielleicht nutzen sie oder nehmen sie nur die Kunden, die eh schon kaum noch was hören. Ich weiß es nicht. Der zweite Grund könnte auch einfach sein, damit man vielleicht die ein oder andere Beleidigung aus dem Callcenter nicht so richtig direkt mitbekommt. Vielleicht hört man dann, dass jemand lauter ist im Hintergrund, aber man hört eben die Beleidigung schlechter. Das könnte auch so ein Grund sein. Ich weiß es nicht, ich arbeite nicht in so einem Callcenter, ich habe es auch nicht vor, das so genau rauszufinden. Aber auf jeden Fall ist es nichts anderes als störend. Vor allem, man muss sich immer wieder bewusst machen, das ganze Ding hier soll eine Art Bank darstellen. Und schon irgendwie witzig, wenn in so einer Bank eine halbe Diskothek an einem vorbeirollt. Das stört doch damit Musik. Ist zu Ihnen irgendeine E-Mail angekommen? Man sich aktualisieren nochmal. So, jetzt dauert das hier eine Weile. Ich habe gerade auf Spam geklickt und der Ordner, der dauert. Machen Sie das vom PC oder? Ja, ich mache das am Computer. So, nee, also im Spam ist schon mal nichts drin. Nee, aber ich krieg ja auch die ganze Zeit andere Nachrichten, also nur von euch nicht. Aber eure Webseite geht auch nicht, eure E-Mail geht nicht, alles kaputt. Das ist jetzt wirklich ein bisschen wirklich kaputt. Ach was, das ist jetzt wirklich ein bisschen wirklich alles kaputt. Schön, dass ihm das jetzt auch gerade auffällt. Ja, Mikrofon ist auch kaputt, weil Musik ganz laut und sie ganz leise. Alles kaputt. Hallo? Ja, versuchen wir es mal so. Ich gebe Ihnen gleich den Kollegen wieder zurück. Er wird Ihnen seine eigene E-Mail buchstabieren und Sie probieren dann etwas auf die E-Mail zu senden, damit wir irgendeinen Kontakt per E-Mail haben. Ja, das können wir machen. Tja, ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon genug buchstabiert. Aber wenn man hier mal ganz genau drauf achtet, damit ich irgendeinen Kontakt habe, dafür ist das also. Also wird man hier wahrscheinlich jetzt schon vorbereiten, dass man mich nochmal anrufen wird, aber damit ich irgendwie noch Kontakt halt halten kann zu dieser komischen, seriösen Firma. Oder nicht so ganz seriös. Oder wie auch immer. Okay, geben Sie mir bitte eine Minute. Hallo? Ja. Also, haben irgendwelche technischen Probleme? Ich buchstabiere meine E-Mail-Adresse. Kein Moment. So, dann mache ich jetzt hier mal eine neue auf. So, dann legen wir mal los. Dann schreiben Sie bitte. So, J. Ja. Dann A. Ja. Dann M. Ja. Punkt. Ja. Dann schreiben Sie weiter B wie Bertha. Ja. R wie Richard. Ja. A wie Anna. Ja. N wie Nordpol. Ja. D wie Dietrich. I wie Ida. Ja. Und dann K wie... Kann man sagen? Wie Kackwurst. Wie kaputt, ja. Können wir so sagen. Und dann? Dann weiter Ad. Dann schreiben Sie ganz normal Investing.
Investing, ja. Minus. Dann V wie Victor. Ja. Dann I wie Ida. Ja. Dann E wie Emil. Ja. Dann W wie Wilhelm. Ja. Dann S wie Samuel. Ja, und dann? .com. .com. Genau. Ja, aber hier hat ja jetzt die Domain einen Bindestrich. Das hatten wir ja vorhin nicht. Vielleicht liegt es da dran. So, wir haben die Webadresse ohne diese Minus. Ich probiere mal hier noch ein bisschen. Also probieren Sie mal. Ich finde das wirklich beeindruckend. Probieren Sie mal noch ein bisschen mit der Domain. Ganz genau. Also, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Aber du weißt ja seine eigene Webseitenadresse nicht. Also erstmal geht ja da nichts. Zum Zweiten, das Mikrofon ist alles furchtbar und mit der Musik. Und dann können sie mir nicht mal die vernünftige Domain sagen. Und dann hat die E-Mail-Adresse auch noch eine ganz andere Domain als die Webseitenadresse. Okay. Ja. Ich denke, das fasst es gut zusammen. Nö, geht alles nicht. Also eure ganze Domain funktioniert nicht. Warum geht denn das da bei euch alles nicht? Funktioniert nicht. Also Jan, haben Sie geschickt, getrieben Jan? Die E-Mail habe ich gerade raus, aber da kam jetzt auch undelivered mail return to sender. Geht nicht, ist auch kaputt. Ist auch kaputt. Da kommt gleich zurück. Kein Problem, das passiert manchmal. Also, was können wir unternehmen? Interessant. Okay, vielleicht können Sie googeln. Investing View. Das kann ich mal probieren, ja. Ich bin sicher, das wird viel einfacher. So, habe ich eingegeben, aber da gibt es auch gar keine Google-Ergebnisse. Also nicht so wirklich. Drei Stück. Also schreiben Sie einfach Investing, dann ja. Weiter View. Ja. Dann ich probiere auch selber. Ja, aber gibt jetzt hier kein Ergebnis. Also. Wie sieht denn eure Seite aus? Ist die so dunkel? Dunkel, ja, richtig. Ja. Warte mal. Tradingview.com habe ich jetzt hier als Vorschlag. Investment-View oder was haben Sie? Nee, das, der Vorschlag ist Trading View von Google. Eure Seite geht nicht. So, wissen Sie, was können wir machen? Haben Sie gerade eine Werbung angeschaut bei uns, ja? Weiß ich nicht, also ist ja nur schon eine Weile her, wir telefonieren ja auch schon ganz lange. Sie haben vor 20 Minuten eine Werbung angeschaut. Erinnern Sie noch an was war das? An ja, mit Bitcoin und so, ja. Erinnern Sie noch diese Webseite? Ja. Können Sie sich wieder registrieren, aber geben Sie bitte diese Mal eine richtige E-Mail-Adresse. Ihre aktuelle E-Mail-Adresse. Ich habe aber die Werbung gar nicht mehr auf. Aha. Können Sie vielleicht in Geschichte finden oder... Weil ich habe versucht, ein E-Mail zu senden, aber bei mir auch steht Fehler. Und wenn ich da eine neue schreibe und das so eingebe, dann kommt ja auch, dass die nicht zugestellt werden kann. Da ist bei euch alles kaputt. Alles kaputt. So, wissen Sie was können wir machen? Ich probiere selber googeln. Ja? Ja. Das dauert einen Moment bitte. Mhm. So, Investing View TE. Richtig, das ist sehr schwierig zu finden. So, einen Moment bitte. Das ist das Problem, dass ich kann kein E-Mail an Sie schreiben und Sie leider auch. Und so haben wir diese Schwierigkeiten. Ist dem jetzt wirklich gerade selbst aufgefallen, dass die nicht auf Google zu finden sind?
Was macht denn der da den ganzen Tag? Also, ich dachte, der arbeitet da und kennt sich mit seiner Firma aus und findet sich selbst auf Google nicht. Tja, weiß ich nicht. Hier habe ich jetzt Investing View Erfahrungen, da kann ich ja mal draufklicken. Probieren Sie mal. Ja. So, was steht denn hier so? Review. Aber das ist nichts, aha. Aber das ist ja. Ist das eine Seite mit roter Schrift? Nein, nein, das ist rote Schrift. So. Weil investingview.com funktioniert. Investingview.com funktioniert. Ja. Okay. Und was sehen Sie auf die Webseite? Na, da ist eine rote Schrift und da steht Modulus drüber und Trading Script. Was sehen Sie ganz oben? Modulus. Nicht eure Seite? Sehen Sie auf die Hauptseite etwas über Trading oder sowas? Ja, so sieht so aus, ja. Was sehen Sie ganz oben? Ganz oben. Oben ist rote Schrift, da steht Home, Produkt, Service, About Us und Kontakt Us. Und rechts von der rechten Seite sehen Sie anmelden oder sowas? Mhm, das steht da nicht. Vielleicht ist die gesperrt. Könnte sein. Das ist vielleicht manche Seiten sind gesperrt, aber unsere Seite hat immer funktioniert. Na, aber jetzt scheinbar nicht mehr. Das ist irgendwie eine interessante Situation, aber machen wir keine Sorgen. Wir probieren. Das ist leider, dass Sie haben kein E-Mail, keine Mobiltelefon. Also vielleicht haben Sie. Okay, probieren wir nochmal. Ihre E-Mail lautet Klabautermann aus Klabauterhausen. Ja. Nur da, das ist die Wörter. Dann at mdc cfun. Ja. Und also C wie Cäsar. C wie Cäsar. C wie Cäsar, ja. Ja. mdc fun.de. Ich habe versucht, zweimal auch ein E-Mail senden, aber leider. Von meiner Seite haben wir auch nicht solche E-Mails gefunden. Tja, weiß ich nicht. Also, hier kommen ja die ganze Zeit andere E-Mails an. Weiß ich nicht. Vielleicht wurde eure Domain schon gesperrt. Nein, könnte nicht sein. Ich habe heute eine gute E-Mail bekommen. Vielleicht ist ja jetzt erst gesperrt. Nein, sollte nicht sein. Wir arbeiten seit langer Zeit, seit 7 Jahren und hatten wir kein Problem. Ja gut, aber die Domain geht ja nicht, die E-Mail-Adresse geht ja nicht, geht ja gar nichts. Alles kaputt. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Okay, wir können die das für sehr kurze Zeit lassen. Was? Wie sicher das funktioniert. Wir probieren, vielleicht haben Sie ein Mobiltelefon von jemandem. Ich kann an dieser Nummer eine SMS schicken. Nee. Ja, er hat jetzt wirklich danach gefragt, ob ich nicht ein Handy von jemanden anderen nehmen kann. Natürlich, damit ich mich in meinem Verwandtenkreis so richtig unbeliebt mache und da lauter Werbespam zugeschickt wird. Ich glaube, es geht los. Natürlich. Macht das auf gar keinen Fall. Wenn ihr da eure eigene Nummer nicht angeben wollt oder selbst, warum auch immer, kein Handy gerade habt, gebt niemals die Nummer von wem anders da an. Die Person, die wird euch hassen. Und dann können Sie ganz selber sehen, die richtige Adresse, können Sie diese Adresse eingeben. Ja, aber die haben wir doch jetzt schon ein paar Mal durchbuchstabiert, die Adresse, mit verschiedenen Domain-Endungen und die gehen ja alle nicht. Und wenn ich nach euch google, dann kommt ja auch kein Ergebnis.
habe es schon selbst ausprobiert. Ja. Und bei mir. Aha. Können Sie ein bisschen warten? Ein bisschen. Ja, ich kann warten. Also, wenn ich die Domain so google, dann kommt da gar kein Ergebnis. Denn tatsächlich, hier steht ungefähr 3 Ergebnisse und es sind auch 3. Und da kommt dann nur investingview.com. Ja, und wenn ich da drauf gehe, dann ist ja eine andere Seite. Jetzt habe ich noch eine blaue Seite. Ist ja interessant, öffnet sich was anderes. So, wissen Sie, was können wir machen? Ich kann von meiner Seite alles überprüfen. Hm. Nochmal. Und ich werde mit Ihnen in kurzer Zeit kontaktieren. Vielleicht können Sie ein bisschen später sprechen mit mir. Zum Beispiel, weiß nicht, eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden. Wann haben Sie wieder Zeit? Ist mir egal, einfach anrufen. Okay, ich probiere mich einfach später anrufen, ich probiere alles nochmal selber überprüfen. Hm. Ganz in Ruhe, weil ich sehe, das dauert zum Anmieten so langsam. Ja. Und nach dieser Überprüfung, ich melde sofort bei Ihnen und können wir probieren weitergehen. Also repariert ihr jetzt erstmal die Webseite und dann ruft er nochmal an? Genau, reparieren die Webseite, ich überprüfe nochmal alle Informationen, die habe ich, ihre E-Mail-Adresse. Überprüfen, vielleicht können Sie nicht von Google Home überprüfen, wie können wir das googeln richtig und dann, wenn ich bereit bin, ich melde mich nochmal bei Ihnen. Ja, okay. Ja, danke sehr für das Gespräch, dann bis später. Alles klar. Danke. Ciao. Tschüss. Ja. Erstmal bin ich mit ihm heute noch nett auseinandergegangen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das Ganze morgen dann ein kleines bisschen anders ausgeht. Naja, aber wir haben heute auf jeden Fall jede Menge Zeit von ihm verschwendet und im Video morgen tun wir das Gleiche nochmal. Ihr könnt euch vorstellen, so viel schlauer ist er nicht geworden. Naja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem ein bisschen gefallen. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Zeit von den Abzockern verschwendet. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, denkt an den Daumen nach oben. Abonniert gern meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Denkt dran, das Video zu teilen, zu verbreiten in den sozialen Medien. Ja, und wenn ihr wollt, dann klickt jetzt hier noch auf die Playlist und schaut euch noch ein anderes Video an. Vielen Dank, bis dann. Ciao, ciao.